Die 10 größten Pferde der Welt. Pferde haben schon immer an der Seite von Menschen gelebt. Sie dienten als Hilfe auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, aber auch zum Ziehen von Karren und Kutschen. Heutzutage werden Pferde vor allem beim Sport eingesetzt. In diesem Video schauen wir uns die 10 größten Pferde der Welt an. Bleibt bis zum Ende dabei, um herauszufinden, wer diese Pferde mit lustigen Namen wie Poe, Radar und Cracker sind. Reitet ihr auch gerne? Oder habt ihr vielleicht sogar ein Pferd als Haustier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, bevor das Video beginnt. Radar. Radar ist ein großes Pferd von der Preferred Ranch in Mount Pleasant. Das Tier wurde 1998 in Iowa, Texas, USA geboren und misst eine Länge von 1,99 Meter vom Hufeisen bis zur Schulter. Mit einem gigantischen Gewicht von 1080 Kilo hat Radar natürlich auch einen großen Appetit. Er kann fast 9 Kilo Getreide fressen und 76 Liter Wasser trinken. Im Jahr 2008 wurde Radar auf einem Foto neben das kleinste Pferd Däumelinchen gestellt. Dieses Miniaturpferd wiegt nur 25 Kilo und stammt von einer Farm aus St. Louis, Missouri. Es gibt also einen Unterschied von bis zu 157 cm zwischen den beiden Tieren. Das war so beeindruckend, dass ihr Bild 2008 im Guinness-Buch der Rekorde erschien. Bis 2007 hielt Radar den Rekord für das größte Pferd der Welt. Cracker. Dieses große Pferd aus Lincolnshire ist für seine Familie und Freunde unter dem Namen Cracker bekannt. Das Tier wurde in Cricket St. Thomas in Somerset geboren und kam 1992 zum ersten Mal nach Lincolnshire. Er sollte eigentlich das ursprüngliche Arbeitspferd Ebony ersetzen. Cracker war so gewaltig, dass man ihn einfach nicht übersehen konnte. Bei seinem ersten öffentlichen Ausflug in das Burke Railway Museum waren alle Besucher von seiner Größe ganz beeindruckt. Ganz zu schweigen von seinem ausgezeichneten Gehorsam und Verhalten. Im Laufe der Jahre kamen viele Menschen nach Lincolnshire, um Cracker zu sehen. Er wurde 1989 geboren und starb 2007. Dies ist ein sehr hohes Alter für ein so großes Tier. Cracker war das größte Shire-Pferd der Welt. Er war fast 1,95 Meter groß. Tina. Im Juni 2007 wurde das Kaltblutpferd Tina bei einer offiziellen Veranstaltung vermessen. Ihre Länge war ca. 20 Hände hoch. Das bedeutet, in Metern ausgedrückt, eine Länge von 2,03 Metern von der Schulterspitze bis zum Hufeisen. Sie übertrumpfte damit sogar den bereits erwähnten belgischen Radar. So bekam sie den Titel des größten Pferdes der Welt. Nahezu 300 Pferdefans kamen zu der Veranstaltung, um Tina in ihrem Stall im Nordosten von Chattanooga, Tennessee zu sehen. Am 25. Oktober 2007 wurde offiziell bekannt gegeben, dass Tina die neue Rekordhalterin für das größte Pferd der Welt ist. Ihre Besitzer Jim und Marge Williams sagten damals, dass sie vielleicht sogar noch ein paar Zentimeter wachsen würde. Leider konnte sich das Riesenpferd nicht lange an seinem Rekord erfreuen. Tina starb im April 2008 infolge einer Hüftoperation. Diese schien auf den ersten Blick erfolgreich gewesen zu sein, doch nicht einmal 30 Stunden später kam das Pferd ums Leben. Lascombe Nordrum. In Australien finden wir Lascombe Nordrum, ein Pferd, das 2,057 Meter hoch ist. Das außergewöhnlich große Tier wiegt bis zu 1300 Kilogramm und hält einen Weltrekord für das größte Pferd der Welt. Seine Trainerin hat ihm den Spitznamen Dummkopf gegeben. Sie sagt, dass es so aussieht, als würde sich ein Berg bewegen, wenn das riesige Pferd vorbeigaloppiert, um sein Frühstück zu kriegen. Er isst sehr viel, sagt sie. Doch niemand konnte ahnen, dass das Pferd so groß werden würde. Die Trainerin besitzt das Pferd, seit es 6 Monate alt war. Sie liebt es über alles.
Trotzdem sagt sie, dass sie ein Team von Pferden wie ihn nicht trainieren möchte. Da würde sie sofort bankrott gehen. Obwohl sie Dummkopf behalten möchte, denkt sie darüber nach, ihn zu verkaufen. Sein Unterhalt kostet wirklich sehr viel Geld. Sie hat Angst, dass er noch größer wird. Dann könnte sie das viele Futter vermutlich nicht mehr bezahlen. Poe. In Tupperville, Kalifornien, findet ihr ein riesiges Pferd auf dem Hof einer Miss Thompson. Das Riesenpferd heißt Poe the Clydesdale. Im Jahr 2009 war das große Tier 10 Jahre alt und hatte eine Höhe von 2,05 Metern. Der ehemalige Rekordhalter war Remington aus Texas mit einer Höhe von 2,03 Metern. Miss Thompson dachte damals schon, dass Poe den Rekord brechen könnte. Sie sagte, dass sie irgendwie wusste, dass ihr Tier eines Tages den Titel als größtes Pferd der Welt bekommen würde. Poe wiegt etwa 1500 Kilo und ist mit erhobenem Kopf etwa 3 Meter hoch. Er frisst täglich 2 Ballen Heu, 5 Kilo Getreide und trinkt 285 Liter Wasser. Das ist eine Menge Futter. Kein Wunder, dass das Tier so groß ist. Er ist bei den Menschen sehr beliebt. Doch manche Leute sind von seiner Größe eingeschüchtert und so beobachten sie ihn lieber aus der Entfernung. Miss Thompson sagt jedoch, dass er ein sehr sanftes Tier sei. Big Jake. Der derzeitige Rekordhalter für den Titel des größten Pferdes der Welt ist Big Jake. Der belgische Wallach ist wegen seiner besonderen Größe von 2,10 Meter weltberühmt. Im Januar 2010 wurde er das größte lebende Pferd der Welt genannt. Seit dem Erreichen des Weltrekords kommen viele Menschen auf die Smoky Hollow Farm in Poinet, Wisconsin, Vereinigte Staaten, um Big Jake zu besuchen. Sie wollen mit eigenen Augen sehen, ob dieses Pferd wirklich so riesig ist. Wenn die Leute ihn zum ersten Mal sehen, sind sie fassungslos, sagt sein Besitzer. Seit Jake Weltrekordhalter ist, ist ihr Leben sehr stressig. Jake ist ein bisschen mehr als das Durchschnittspferd. Normalerweise einen vollen Eimer Getreide zweimal täglich. Außerdem erhält Jake zusätzlich Pflege, um gesund zu bleiben. Schließlich hat er einen Titel zu verlieren. King Ligier und Dr. Ligier. King Ligier war ein riesiges Pferd aus den Vereinigten Staaten. Als dieses Ross 7 Jahre alt war, war es bereits 2,08 Meter hoch und wog 1475 Kilogramm. Sein Besitzer war der berühmte Dr. L.D. Ligier. Dieser Mann war der Gründer und Patentinhaber einer Firma für Tiermedizin, die in St. Louis, Missouri ansässig war. Der Name des Tieres zeigt sofort, wer sein Besitzer war. Dieses große Tier war ein Percheron-Wallach und ein König unter den Pferden. Er war 2,13 Meter hoch und wog bis zu 1497,5 Kilogramm. Eine Anzeige in der Zeitung von 1915 gab ihm den Titel des größten Pferdes der Welt. Sie schrieb, dass er umgerechnet 2500 Euro wert sein würde, was heute stolzen 511.750 Euro entsprechen würde. Marokko. Über das große Pferd Marokko ist nicht viel bekannt. In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1904 steht, dass Marokko ein Percheron-Araber-Pferd war. Er war auf der Weltausstellung in Lewis und auch im Lunar Park von Coney Island sehr beliebt. Er war wegen seines großartigen Auftritts eine echte Attraktion. Viele Menschen kamen von weit her, um ihn zu sehen. Sie wollten sich davon überzeugen, dass Marokko wirklich so einzigartig war, wie überall erzählt wurde. Das berühmte Pferd war 2,15 Meter hoch und wog gewaltige 1417,5 Kilo. Anscheinend war Marokko ein sehr liebes Pferd und genauso verspielt wie ein Kätzchen. Er wurde sehr geliebt und vor allem bei Frauen und Kindern hoch geschätzt. Sein Besitzer war C.H. Gamble, ein Pferdezüchter aus Cleveland. Sovereign. Hier seht ihr den riesigen Sovereign, das größte Pferd aus England. Dieses riesige Tier hat eine beachtliche Länge von 3 Metern, gemessen von der Spitze seiner Hufe bis zu seinem Kopf.
Sein Besitzer wusste nicht, dass er so beliebt werden würde, als sie ihn vor ein paar Jahren retteten. Er war so vernachlässigt und unterernährt, dass er kaum noch stehen konnte. Dank seines neuen Besitzers Paul Evans geht es dem Pferd heute viel besser. Es brauchte nur ein wenig Liebe und zusätzliche Aufmerksamkeit, damit es sich erholen konnte. Paul selbst ist gerade einmal 1,80 Meter groß. Er sagt, dass Sovereign mit dem Wachsen noch nicht fertig sei und sicherlich noch ein paar Zentimeter zulegen wird. So ein großes Pferd ist sicherlich beeindruckend. Samson. Das größte Pferd aller Zeiten ist ein Pferd mit dem Namen Samson. Das Tier wurde 1846 geboren und stammt aus Toddington Mills, Bedfordshire in England. Als er erst 4 Jahre alt war, wog das riesige Tier bereits stolze 1680 Kilo. Seine gigantische Erscheinung gab ihm den passenden Spitznamen: Mammut. Leider war dies auch der Grund, warum er kastriert wurde. Der Unterhalt eines so großen Pferdes ist eine riesige Arbeit und kostet viel Geld. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde hatte Samson eine außergewöhnliche Höhe von 2,16 Meter. Ein kleiner Bonus. Während der Recherchen für dieses Video bin ich auch auf dieses Bild gestoßen und musste es einfach mit euch teilen. Glaubt ihr, dass dieses riesige Pferd wirklich existiert hat? Oder denkt ihr, es ist bearbeitet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war unser Video mit den 10 größten Pferden der Welt. Kanntet ihr all diese Giganten schon? Oder habt ihr ein solch riesiges Pferd vielleicht sogar schon einmal mit eigenen Augen gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst auch nicht zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um als Erster zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen.